es ist ja wichtig, dass Frauen auch wissen, dass sie einen Herzinfarkt bekommen können, dass das nicht als reine Männerkrankheit gilt. Schlagen die Herzen von Männern und Frauen wirklich gleich? Um die Unterschiede bei Organen zwischen Männern und Frauen hat sich die Forschung lange viel zu wenig gekümmert. Die Gendermedizin, die geschlechtersensible Medizin, befasst sich genau mit diesen Themen. Und warum das beim weiblichen Herzen so spannend ist, darüber habe ich mit der Kardiologin Professor Katharin Gebhardt gesprochen. Ja, es gibt sehr große Unterschiede. Zum einen mal, was die Größe angeht. Das Frauenherz ist deutlich kleiner als das Männerherz und es schlägt auch öfters. Also Frauen haben eine höhere Herzfrequenz als Männer. Und es zeigt sich immer mehr, dass die Herzen auch unterschiedlich altern. Das weibliche Herz wird mit dem Alter noch kleiner, schrumpft und wird sogar etwas steifer. Und das männliche Herz wird eher größer und schlägt behäbiger. Mhm. Und das sind die Themen, die wir eben momentan erforschen. Und es gibt zu diesen Geschlechterunterschieden bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen wenig Daten. Und dem möchten wir eben abhelfen. Ja, man merkt, dass Sie sich für dieses Thema sehr engagieren. Wie sind Sie denn drauf gekommen, da mal nachzuschauen? Also ist eigentlich so ein weibliches Herz anders als ein männliches Herz? Weil da würde man jetzt so auf den ersten Gedanken gar nicht drauf kommen. Ja, das ist richtig. Also im Studium habe ich da überhaupt nichts drüber gehört und auch später in der Assistenzarztzeit, erst gegen Ende, hat mein damaliger Chef im Herzultraschall mich darauf hingewiesen, dass die älteren Damenherzen irgendwie doch kleiner sind und anders. Und hat dann vorgeschlagen, dass wir das mal gemeinsam in einem Forschungsprojekt anschauen. Und dann haben wir das am Unispital Zürich an Tausenden von Patientinnen und Patienten untersucht und angeschaut, wie eben die Herzen unterschiedlich altern und da eben diese großen Unterschiede festgestellt. Mhm. Mittlerweile gibt es da sehr viele Arbeiten dazu. Nur die Gründe, warum dieses Altern so unterschiedlich ist und die Gründe für dieses Schrumpfen, die sind einfach noch nicht erforscht und denen möchten wir uns momentan widmen. Es gibt also noch viel zu tun in der Medizin. Dass Studien für die Forschung wichtig sind, das ist ja logisch. Aber warum hat man eigentlich vorwiegend mit männlichen Probanden geforscht und so wenig mit weiblichen? Was denkt ihr? Schreibt es einfach mal rein in die Kommentare. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen, man muss das auch fächerspezifisch anschauen, wenn man jetzt zum Beispiel die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nimmt. Dort ist man auch lange davon ausgegangen, dass der Herzinfarkt so eine typische Männerkrankheit ist. Also lohnt es sich, das ja gar nicht erst an Frauen zu erforschen. Aber Frauen können genauso wie Männer eben einen Herzinfarkt bekommen. Es ist also falsch gewesen, die Forschung so auf Männer zu fokussieren. Das andere ist, dass es einfacher ist, Dinge nur an einem Geschlecht zu erforschen. Dass dann das andere Geschlecht automatisch benachteiligt ist, wenn die Daten nur auf einem Geschlecht basieren. Das hat man außer Acht gelassen. Aber in Studien haben wir auch immer noch in der Herz-Kreislauf-Forschung eine Überrepräsentation an Männern. Und es ist natürlich schwieriger, eine 50-50-Verteilung in den Studien zu erzielen. Warum ist das so schwierig? Zum einen, weil Frauen auch weniger oft bereit sind, an Studien teilzunehmen. Das ist auch ein Problem, das angegangen werden muss. Mhm. Wir hatten natürlich zum Beispiel den Contergan-Skandal in den 60er Jahren. Frauen haben auch Angst, sich hier möglichen Nebenwirkungen auszusetzen. Mhm. Da vielleicht zum Hintergrund, da wurde mit dem Medikament Contergan eine Studie durchgeführt, die damals zu massiven Fehlbildungen bei Neugeburten dann geführt haben, weil man das eben auch bei Schwangeren eingesetzt hat in der Forschungszeit. Genau, und ich glaube, das ist schon noch in den Hinterköpfen. Und dann sind Frauen natürlich heutzutage mehrfach belastet, Kinder, Familie, Karriere, Eltern, Verwandte, für alles Mögliche. Und das ist oft, was wir hören, wir haben nicht die Zeit, wir können jetzt nicht noch 3 Stunden für so eine Studie aufwenden. Und diesen Dingen müsste man eben auch begegnen und zum Beispiel eine Kinderbetreuung einrichten, aber auch eben den Ängsten begegnen, die Frauen haben, jetzt nicht mitzumachen. Da haben Sie jetzt schon viele strukturelle Probleme auch angesprochen, neben der Forschung auch eben die soziokulturellen Umstände, die damit zusammenhängen. Sie haben sich dann entschieden oder beziehungsweise sind dahin gekommen, dieses neue Fach geschlechterspezifische Medizin oder auch Gendermedizin genannt zu machen. Können Sie es vielleicht einmal ganz kurz erklären, weil ich glaube, vielen Menschen sagt es gar nichts, was das ist.
Ja, also Gendermedizin, eigentlich im Deutschen geschlechtssensible Medizin oder geschlechterspezifische Medizin, befasst sich mit den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, wenn es um die Entstehung, um die Diagnose, die Behandlung und die Folgen von Erkrankungen geht. Und eben, wie ich es schon vorhin angedeutet habe, die Medizin basiert oft auf Daten, die eben an einem Geschlecht nur erhoben sind. Das andere ist dann benachteiligt. Und die Gendermedizin möchte eben diesen Missstand aufheben. Und wichtig zu sagen ist auch, dass Gendermedizin ist nicht gleich Frauenmedizin. Es gibt auch genügend Bereiche, in denen Männern benachteiligt sind, wo es mehr Daten über Frauen gibt, wo die Therapien auf Frauen ausgerichtet sind, zum Beispiel bei Depressionen oder bei Essstörungen. Mhm. Und deswegen ist wichtig, die Gendermedizin möchte eben, ist für beide Geschlechter da. Und beide Geschlechter profitieren. Man könnte jetzt denken, wir sprechen über Studien, die vielleicht in den 50er oder 60er Jahren gemacht wurden. Aber ich habe mir zum Beispiel mal angeschaut, in der Pandemiezeit, da gab es ungefähr 440 Studien zu Covid-19 und auch zu den Impfstoffen. Da sind nur 4% der Studien, wird überhaupt das Geschlecht so als Variante überhaupt mit untersucht. Also ob es Geschlechterunterschiede gibt. Das heißt, eigentlich sind wir noch nicht so weit. Ja, und das ist also ganz besonders enttäuschend, sind diese Studien, die wir während der Pandemie hatten. Ich meine, die Pandemie hat uns gezeigt, dass es schrecklich diese Pandemie war, dass es die Geschlechterunterschiede gibt. Wir haben relativ bald gesehen, dass Männer öfters an Corona gestorben sind als Frauen an der Akuterkrankung. Und jetzt sehen wir aber, dass Frauen häufiger an dem Post-Covid-Syndrom leiden. Mhm. Und oder Long-Covid, je nachdem, wie man es nennt. Und man hat dann relativ panisch angefangen zu forschen. Natürlich Geschlechterunterschiede, dann kommen erstmal die Geschlechtshormone ins Spiel, Östrogen, das weibliche Hormon und Testosteron, das männliche Hormon. Und man hat dann relativ, also weltweit, Studien begonnen, wo man dann eben Hormone verabreicht hat oder Hormonhemmer. Und was dabei rausgekommen ist, ist relativ wenig, weil uns haben, ich hatte das mir da mal die Mühe gemacht, das zusammenzufassen, von all diesen Studien haben wir, wurden sehr viele wieder zurückgezogen, nie beendet, nie publiziert, methodisch ganz schlecht gemacht. Mhm. Und einfach, weil uns die Grundlagen dazu gefehlt haben, diese Geschlechterunterschiede beim Immunsystem waren eigentlich vorher nie gut erforscht worden und dann plötzlich anzufangen, während so einer Pandemie jetzt Hormontherapien zu untersuchen, das hat uns relativ wenig gebracht, leider. Unfassbar, dass es hier so große Unterschiede gibt. Hättet ihr das gedacht? Hattet ihr eigentlich schon mal den Eindruck, wegen eures Geschlechts falsch behandelt worden zu sein? Schreibt gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Frau Gippert, Sie sind ja auch Kardiologin. Fangen wir vielleicht mal beim wichtigsten Organ an, beim Herzen. Wo sind da genau die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Also eben zum einen die Größe ist unterschiedlich, wenn es um Männer und Frauen Herzen geht. Das Frauenherz schlägt schneller. Dann haben wir auch die Herzkranzgefäße sind kleiner bei Frauen, zierlicher. Und natürlich unterscheiden sich Männer- und Frauenherzen auch in Bezug auf bestimmte Krankheiten. Zum Beispiel Herzschwäche ist unterschiedlich verteilt. Es gibt verschiedene Arten von Herzschwäche. Die Männer haben oft öfters die Herzschwäche, wo das Herz einfach schlechter schlägt und größer wird. Und die Frauen haben eine Art von Herzschwäche, wo das Herz nicht mehr so gut pumpt, weil es sich versteift. Mhm. Und all das und auch zum Beispiel Stress, der Effekt von Stress auf das Herz. Es gibt das sogenannte Broken Heart Syndrom, das oder Takotsubo Syndrom heißt es auch. Das ist sieht aus wie ein Herzinfarkt, betrifft überwiegend Frauen nach der Menopause, die ein schweres emotionales Erlebnis hatten und sich dann wie mit einem Herzinfarkt vorstellen, aber ganz normale Herzgefäße haben. Also man findet keine verstopften Herzgefäße bei diesen Frauen. Und das regeneriert sich meistens auch wieder. Aber es ist wie eine vorübergehende schwere Herzschwäche, die auch lebensbedrohlich sein kann. Dadurch können sich Herzrhythmusstörungen zeigen. Und das betrifft eben zu über 90% Frauen. Also es gibt viele Unterschiede
die gerade in Bezug auf Reaktionen auf Stress, wo sich Männer- und Frauenherzen stark unterscheiden. Also das heißt, es sind nicht nur Merkmale, die Sie mit Ihren Bildern oder mit Untersuchungen sehen, sondern das kann man auch konkret dann auch in Symptome, auch in unterschiedliche Krankheitsverläufe ummünzen. Gibt es einen Grund dafür? Konnte man rausfinden, warum eigentlich Männerherzen und Frauenherzen unterschiedlich gebaut werden von der Natur? Gibt es da was, worauf man das zurückführen kann? Also es fehlen noch sehr viele Daten zu dem Thema. Man sieht die Unterschiede, das wissen wir mittlerweile. Aber oftmals fehlen uns die Gründe, warum es diese Unterschiede gibt. Ja. Gerade mit dem Altern, warum altern Männer- und Frauenherzen unterschiedlich? Was sind die Gründe? Was sind die Folgen? Und eben diese Stresssache, warum sind Frauenherzen jetzt sensibler auf so ein emotionales Ereignis? Es gibt wirklich noch viel zu erforschen. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, wir haben das in Kanada untersucht, in Montreal, dass Männer sich öfters mit einem Herzinfarkt vorgestellt haben, wenn ein Eishockeyspiel war. Mhm. Also in den 24 Stunden danach. Also aufgeregt das einfach, waren. Ja, aber Frauen nicht. Obwohl die auch in Kanada auch am Eishockey interessiert sind. Ja. Aber zugesetzt hat das Ganze nur den Männern. Und gab es einen Grund dafür? Ja, scheinbar scheinen Männer sich dann emotional, scheint die Männer das emotional mehr mitzunehmen als die Frauen, so ein Sportereignis. Und wohingegen eben andere Ereignisse dann die Frauen wiederum mehr mitnehmen und sich aufs Herz auswirken. Und man muss nur dazu sagen, im Gegensatz zu den Dingen, die wir über die Frauen erforscht haben, was nie jetzt so für eine große Resonanz gesorgt hat, haben diese Studie über die Herzinfarkte nach Eishockeyspielen bei Männern wurde sogar dann in der New York Times zitiert. Also wenn man über Sport und Männer forscht, das ist ein Thema, das die ganze Welt interessiert. Aber hingegen die vielen interessanten Dinge über die Frauenherzen finden doch leider immer noch weniger Aufmerksamkeit. Stellen Sie das fest? Dass die Aufmerksamkeit noch nicht so groß ist? Sie nimmt zu. Darüber Weil freuen wir Sie uns Sie machen sehr. Das ja ganz konkret. Sie bringen ja diese Studien heraus und publizieren die auch. Ja, also das, es nimmt zu, das Interesse, auch das eben Interesse der Öffentlichkeit, der Medien und der Politik, was sehr, sehr wichtig ist. Aber das ist jetzt ein Prozess, der erst so die letzten wenigen Jahre eingesetzt hat. Mhm. Worüber wir natürlich sehr froh sind, weil es braucht diese Aufmerksamkeit. Und gerade für, es ist ja wichtig, dass Frauen auch wissen, dass sie einen Herzinfarkt bekommen können, dass das nicht als reine Männerkrankheit gilt. Ein Herzinfarkt ist also auf gar keinen Fall reine Männersache. Oft werden die Symptome bei Frauen gar nicht richtig erkannt. Im Schnitt dauert es 2 Stunden, bis Frauen in der Notfallambulanz ankommen mit einem Herzinfarkt. Und warum das so ist, das habe ich Frau Gebhardt gefragt. Die 2 Stunden sind länderspezifisch, das kann sich unterscheiden. Also das sind jetzt Zahlen aus Deutschland tatsächlich, ja. Ja, das ist schon sehr lang. Wir reden eigentlich immer von einer goldenen Stunde, innerhalb derer man doch das verschlossene Herzkranzgefäß wieder aufmachen sollte. Und die Gründe hierfür sind auch wieder vielschichtig, aber ein Hauptgrund ist die sogenannte Entscheidungszeit, die Zeit, die vergeht, bis die Frau entscheidet, Hilfe zu rufen. Mhm. Und Frauen neigen dazu, sich selber eben ganz hinten anzustellen. Erst wird sich um die Kinder gekümmert, dann wird noch alles erledigt und dann hat man immer noch so Beschwerden, fühlt sich nicht gut und dann überlegt man sich vielleicht mal, jetzt Hilfe zu rufen. Und das ist einfach auch die schlimmste Verzögerung. Also das ist so ein bisschen die sozial antrainierte, sage ich mal, gesellschaftliche Komponente. Gibt es aber auch vielleicht die Ursache, dass man häufig die Symptome gar nicht erkennt oder Frau die Symptome gar nicht erkennt, weil es gar nicht so bekannt ist, wie die aussehen? Ja, das ist ein zweiter wichtiger Grund. Die Symptome bei einem Herzinfarkt, der typische Brustschmerz, den haben Frauen auch. Es ist nicht so, dass Frauen das nicht haben. Also die haben können. Auch den Elefanten auf der Brust. Der Elefant kann auch auf einer Frauenbrust sitzen. Aber bei Frauen ist es oft so, dass mehrere Symptome gleichzeitig auftreten. Sie präsentieren sich viel öfters als Männer, noch zusätzlich mit Bauchschmerzen, mit Übelkeit. Die sogenannte vegetative Symptomatik nennen wir das, wo einfach das vegetative Nervensystem noch dann verrückt spielt. Und all das verwirrt zum einen die Frau, die nicht weiß, hat sie jetzt einfach eine Magen-Darm-Grippe oder sich irgendwie den Magen verdorben und zum anderen aber dann auch uns, das Gesundheitspersonal. Ja.
Wenn Sie sowas sehen, also wenn Sie sehen, Frauen kommen da viel später zum Beispiel oder die Symptome werden vielleicht auch bagatellisiert, nicht wirklich ernst genommen. Ärgert Sie das immer noch persönlich? Also verspüren Sie da den Drang auch zu sagen, ich muss da jetzt mal rausgehen und Aufklärungsarbeit leisten? Ja, also es ärgert mich nicht, das schockiert mich, weil das sind Menschenleben. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Frauen, die einen Herzinfarkt bekommen, jünger werden. Es gibt Studien aus Frankreich, auch aus den USA, die zeigen, dass wir haben so einen 10-Jahres-Vorteil gegenüber den Männern, die Frauen, wo wir durch Östrogen noch geschützt sind und dann älter sind beim ersten Herzinfarkt. Aber dieser 10-Jahres-Vorteil, der schrumpft. Gründe auch hierfür ganz vielschichtig, mehr Stress, mehr Risikofaktoren. Frauen rauchen öfters als früher. Mhm. Und gerade wenn man jetzt überlegt, eine jüngere Frau, die jetzt noch keine 50 ist und einen Herzinfarkt hat und da zu lange wartet, was heißt das für ihr späteres Leben, sofern sie dann überlebt? Und all das muss man berücksichtigen, wenn wir über das Thema reden. Das sind wirklich gravierende Folgen, die dann da sind für die Frau, für die Gesellschaft. Also das gerade Informationen in dem Bereich ganz wichtig. Gibt es noch andere Erkrankungen, jetzt mal abseits vom Herzinfarkt, bei denen die Unterschiede der Symptomatik, also wo Frauen einfach ganz andere Symptome haben als Männer? Wo es halt noch große Unterschiede gibt, sind also nicht in Bezug auf Symptome, sondern in Bezug auf Nebenwirkungen. Es ist eben die ganze Pharmakologie, die Medikamenten. Genau, da hatten wir vorhin das Thema Dosis, dass man rausgefunden hat, dass bei ganz vielen Medikamenten Frauen eigentlich eine ganz andere Dosis bräuchten als Männer. Das Ganze aber nur bei Männern erforscht wird. Genau. Und bei Frauen wird es dann erst erforscht, wenn das Medikament zugelassen wird. Also so im realen Leben. Mhm. Und dort treten dann die Nebenwirkungen auf. Und das zieht sich einfach durch alle Bereiche. Hat sich vor allem bei Herz- und Blutdruckmedikamenten doch auch teilweise rausgestellt. Genau, bei der Herzschwäche, die man eben gerade mit Medikamenten behandelt, die eben den Salzhaushalt beeinflussen, auch den Blutdruck. Dort hat man gesehen, dass Frauen die geringste Sterblichkeit haben, wenn sie 50% der Dosis bekommen. Und Männer hingegen haben von 100% der empfohlenen Dosis profitiert. Also so, wie es eben in den Beipackzetteln steht. Ja. Aber in den Beipackzetteln steht eben so gut wie gar nichts über Dosisanpassungen geschlechterspezifisch. Und eben das betrifft ganz viele Medikamente in vielen Bereichen, aus der Anästhesie und aber auch eben Blutdruckmedikamente, Wassertabletten, all diese Dinge, da könnte ich jetzt noch 3 Stunden drüber reden. Geforscht wird also immer noch mehr mit männlichen Probanden als mit weiblichen. Da gibt es sicher noch einige strukturelle Probleme, die da gelöst werden müssen. Welche Erfahrungen habt ihr beim Arzt gemacht? Darüber wollen wir mit euch sprechen. Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Und an der Stelle würde ich euch gerne noch das Video mit Dagny Holle-Lee empfehlen. Die Neurologin ist Kopfschmerzexpertin und da geht es um Migräne und Kopfschmerz. Und überhaupt einfach den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr.